Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Spellforce. Wir kriegen hier leider gerade ein bisschen auf die Schnauze. Irgendwie ist hier noch unser Türmchen gar nicht weitergebaut worden. Das ist so nicht richtig. Da müssen wir immer ein paar Larrys hinschicken, die sich darum kümmern. Und aufs Fressbrett. Ach, guck mal, hier haben wir auch schon ein bisschen was gestorben ist. I like. Ah, ich sehe schon, deswegen geht es mit dem Mampf nicht mehr so wirklich voran. Weil hier die Beeren alle abgeerntet sind und die Tiere alle erlegt sind. Tja. Gut, dass wir hier wenigstens ein bisschen vorgesorgt haben. Ja, komm, das... Ja, wobei, ne, haut ihr mal drauf. Müsst ja nicht immer nur die Türme erledigen. Ihr dürft auch mal was tun. So, hier haben wir jetzt schon die Scharfschützen freigeschaltet. Das ist super. Die brauchen wir nämlich auch. Da würde ich nämlich die bauen anstatt der Waldläufer. So, aber da uns jetzt nur noch 5 Steinchen fehlen. So, warum auch immer du jetzt hier nicht... Dann los! Ärmel hoch und los. Du darfst hier ruhig weiterklöppeln. Also ich weiß jetzt nicht, warum du da meinst, eine Pause machen zu müssen. Gibt ja noch genug zu tun da, ne? Ärmel hoch und los. Mir nach. So. Mal sehen, für alles brauchen wir jetzt Aria, also von dem, was wir nicht bauen können, außer die Landsknechte. Das heißt, wir werden uns auf Scharfschützen und Landsknechte fokussieren. Schützt mich! Nö, das machen die Türmsche. Ja, das war's, glaube ich, mit dir auch. Einfach munter das Reh weiter auseinandernehmen. Kein Ding, gönn dir. Ich überlege gerade, ob es nicht Sinn macht, das hier abzureißen und dafür eine Fischereizunft dahin zu bauen. Ich würde mal unterstellen, ja. So, die Rüstkammer fehlt uns allerdings noch. Da fehlen uns noch ein paar Steinchen für. Oh, hier oben boxt jetzt aber gerade richtig der Papst im Kettenhemd. Ei, 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 da muss ich doch mal intervenieren. Und los. Sofort. Elend, empfange meine Seele. Unsere Stadt wird angegriffen. Eine kleine Intervention. Muss da einmal her. Aber bei da oben ist weg. Sehr gut. Schützt mich. Hallo? Wolltet ihr nicht weitergehen? Schnell. Ach, ich habe den Angriffsbefehl gegeben und ja. Ruf die Wachen, Schwester. Der, den die angreifen sollten, der ist, ja, genau. Kommt wieder näher zum Turm. Sehr gut. Die Götter stehen uns bei. Okay, jetzt brauchen wir es auch nicht mehr. Dann haut den mal hier aufs Maul. Ach stimmt, die Stadt, das ist ja unser Hauptanliegen. So, dann reißen wir dich mal ab. Und wir bauen hier eine Fischerzunft hin. Passt natürlich nicht. Und ironischerweise passt jetzt auch die Fischerei nicht mehr, oder was? Habe verstanden. Ah, warte mal. Wahrscheinlich steht er da noch ein bisschen im Weg. Nee, jetzt passt es tatsächlich nicht mehr. Super, da haben wir uns ja jetzt mal einen richtig schönen Bock geschossen mit.
Egal. Eine zweite Getreidefarm kriegen wir wahrscheinlich auch nicht unter. Aber warte mal, die könnten wir doch hier oben hinbauen, oder? Genau. Machen wir hier die Getreidefarm hin. Da ist ja auch ein Nahrungslager. Dann kriegen wir da oben ein bisschen mehr Mampf drüber. Ist doch gut. Es möge seinen Zweck erfüllen. So. Haben wir jetzt genug Steine für die Rüstkammer? Ich glaube ja, 200 waren es, ne? Yes. Wird sofort erledigt. So, dann holen wir uns mal einige Scharfschützen her. Ich überlege gerade, ob ich nicht sage, dass ich meine Waldläuferin alle über den Jordan schicke. Mit K ging das, glaube ich, ne? Ja, genau, mit K kann man Einheiten vernichten. Weil dann hätte ich nämlich mehr Scharfschützen, die halt den wunderbaren Doppelschuss haben. Und ich denke, das wäre mir deutlich lieber. Mein Bogen für die Rune. Los, Schwestern! Wahlweise kann ich die auch einfach irgendwo in den Kampf schicken und verheizen. Dann können die noch im... Ja, das machen wir so. Wir schicken die in den Kampf und verheizen die, denn so können die wenigstens noch den einen oder anderen mitreißen. Was ist euer Begehr? Wie ihr wünscht. Was ist euer Begehr? Also dann hoffe ich mal, dass ihr das auch ins elfische Nahrungslager bringen könnt. Das wäre nämlich super. Oh, ihr solltet mal direkt alle hier bleiben. Hier gibt es nämlich jede Menge zu tun. Ich werde angegriffen. In die Schlacht. Wir sind in Gefahr. Folgt mir. Ja, schon gar keine dramatische Musik mehr im Kampf. Sofort. Warum auch immer. So, von wegen Scharfschütze, sowas haben wir hier. Nur das für den Paladin brauchen wir Aria. Haben wir eine Alles klar. So, dann muss ich mal gucken, dass wir hier auch... Wir haben nämlich nicht so unendlich viel Eisen, weil hier auch so langsam aber sicher alles aufgebraucht ist. Sofort. So, dann erstmal hier hin zurück. Vorwärts, Schwester. Und ihr Ladies geht mal dahin. Können schon mal die ersten Suppenkasper da hinten auseinandernehmen. So, guck mal, hier hätten wir doch auch Fische. Dann baut hier doch mal eine Fischereizunft hin. Oder Fischerzunft. Gibt doch auch wieder lecker Mampf. Schnell wie ein so, Ladies. Seid auf der Hut. Und dann opfert euch mal. Seid auf der Hut. Für die gute Sache. Vorwärts, Schwestern. Schnell wie ein Pfeil. Gut, das ist jetzt nachts natürlich nicht so clever, weil unsere Wind. Sichtweite da dezent eingeschränkt ist. Seid auf der Hut. So, reißt mit, was ihr mitreißen könnt. Auf meinen Befehl. Hier. Sofort. Also, da haben wir schon die Real Scooby Gang. Ich würde sagen, ihr könnt schon mal nachrücken. Aber nee, warte mal, ihr macht erstmal hier oben weiter. Sehr schön, da fliegen die Bolzen und Pfeile.
sofort. Auf mein Kommando. So. Mir nach. Das kannst du mal wieder ausmachen, dass du zumindest mal einen Heal zwischendurch raushauen kannst im Zweifel. Und dann prügeln wir uns hier mal durch diese wunderbar kleine, aber feine Horde. Auf meinen Befehl. Vorwärts. Vorwärts. Folgt mir. So. Sofort. Dann schlagen wir mal zu, würde ich sagen. Zum Angriff. Wir fangen da an, bei dem lustigen Clownsgesicht. Na gut, du solltest jetzt nicht vorrennen. Wir werden angegriffen. Sie schlagen zu. So, immer schön drauf. Jawohl. Ah, Moment. So, einmal schnell geheilt. Zack, du steckst nämlich gerade ein bisschen sehr viel ein. Oh, der Respawn hier ist aber ordentlich schnell. Alter Verwalter. Was? Wo? Stadt? Oh, nicht gut. Mögt ihr mal helfen? Bereit. So, warte mal, wir können doch bestimmt. Yes. Nächstes Upgrade da. Was haben wir da hinten? Ach, ein Portal nach Lianon noch. Aha. So, und hier ist das Barbarenlager, so möchte ich es mal nennen. Folgt mir. Vorwärts. Ja. Schnell. So, und da wir überall die Verteidigung stehen haben und mittlerweile auch eine recht ansehnliche Truppe, würde ich sagen, wir können mal hier munter drauf losmarschieren. Und jetzt mal hier alles ein bisschen freiprügeln. Und wir fangen mal hier im Westen an. Kloppen uns hier durch, dann hier unten kloppen die Stadt frei und dann können wir noch da oben uns das Lager mal ein bisschen zu Gemüte führen. Ja, und jetzt geht uns nämlich leider das Eisen aus. Schiete. Mal schauen, ob wir irgendwo auf der Karte noch was finden. Auf meinen Befehl. Sonst müssen wir wohl oder übel doch mit den elfischen Kämpferinnen vorlieb nehmen. Herr der Ruhe. Kein Problem. Schon dabei. Mein Zeichen. Ach Mist, zwei fehlen mir noch, dann hätte ich wenigstens jeweils 20. Mir nach. Auf meinen Befehl. Also, ja, vielleicht kriegen wir ja doch ein bisschen sofort zusammen. Ein ganz kleines bisschen Eisen ist ja noch da. Und los. Was haben wir hier? Eine feindliche Schmiede, gut. Könnten wir als erstes drüber herfallen. So, wenn ich irgendwas Spannenderes hier sehen. Wie gesagt, da müssen wir auf jeden Fall nochmal hin, weil da diese Leiche liegt, die wir mal untersuchen sollten. Mir nach. Ach, guck an, Lenia. Können wir noch nicht verwenden. Aber, oi. Kommst doch jetzt gerade ein bisschen dicker. Die Rune ruft. Ich eile. Elend empfange meine Seele. Zum Ruhme Arins. Was ihr wollt. Ein feiger Angriff. Okay, ich sehe schon, ihr könnt es hier nicht zum Nahrungslager bringen anscheinend. Die Dunklen sind hier. So, aber das schafft ihr jetzt doch locker sehr, sehr schön. So, und damit ist mein innerer Monk vorerst zufrieden. Wir haben nämlich jetzt jeweils 20 Landsknechte und 20 Scharfschützen. Folgt mir.
Gut, die Schmiede, die war ja jetzt recht schnell zerstört. War auch noch nicht mal ein Spawnpunkt, lustigerweise. Schnell. Ich werde angegriffen. Hier. Und los. Ich merke schon, ihr lasst nicht so wirklich locker, ne? So, wir machen dann hier nochmal ein Menschennahrungslager ein, in der Hoffnung, dass das funktioniert. Und dann können wir hier noch eine zweite Getreidefarm machen. Dann steht einer unendlichen Produktion an Nahrungsmitteln auch nichts mehr im Wege. Wir stehen unter Beschuss. Dafür meine ich, ich könnte hier auch ein paar Elfenwachtürme hinbauen, weil die deutlich kleiner sind. Und eigentlich, glaube ich, schadenstechnisch tun die sich gar nichts. Aber dafür meine ich, die machen gleich viel Schaden. Würde ich zumindest mal unterstellen. Für den Orden. Und los. Zur Ehre Aonis. So. Ach, Gott sei Dank, hier ist noch mehr Eisen. Sehr schön. Noch Belenia, was wir noch nicht brauchen. Jawohl. So, geht immer bitte hoch, dass wir dann da rankommen. Und eine Nagelkeule. Immerhin, haben oder nicht, bringt alles Geld. So, und folgt Nummer 3 wäre auch Platz. Sehr gut. Warum kann ich hier eigentlich nicht weiter gucken? Sofort. Das hat von meinen Runenkrieger noch nicht weit genug vorne. Scheint fast so, ne? Warte mal, wo kommen wir denn? Ach so, warte mal, da kommen wir gar nicht... Ach, da müssen wir durch, okay. Ja, komm dann. Wenn das denn so ist, dann sammeln wir uns doch einmal dort. So, dann macht ihr hier eine Getreidefarm hin. So, und ihr zwei baut hier einmal eine Mine. Das brauen wir noch. Haben wir noch Potenzial? Yes, 4 Stück holen wir uns noch dazu. Ruf die Wachen! Wir stehen unter Beschuss! Ein Überfall! Verfügt über mich! So, dann macht ihr hier mal... Ah, jetzt haben wir keine Steine mehr für eine Schmelze. Ich krieg die Krätze. Gut, egal, dann helft damit. Und los! Haben wir eigentlich nur die Quest für die Stadt in diesem Bereich oder haben wir noch was anderes? Nee, genau, nur die Feste befreien. Okay, gut. Hier prügeln wir uns natürlich trotzdem als erstes durch. Wie angekündigt, ich will mich ringsrum prügeln. Schnell. So, die ganzen Fernkämpfer sind natürlich hinten, was jetzt ziemlich blöd ist, aber... Ja gut, ein paar sind vorne. Könnten wir schon so langsam aber sicher anfangen. Und mal reinrücken. So, ihre Blicke haben wir schon auf uns gezogen. Das ist schön. Ja, da kommen sie. Mein Gott, was ein Pfeilhagel. Sehr schön. Ach, hier ist noch mehr Eisen. Cool. So, die Larrys da oben machen wir auch gleich platt, aber eins nach dem anderen. So, und du warst jetzt hier. Wobei, ihr helft immer eben mit, dass es schneller geht.
Dann können wir nämlich noch mehr Larrys ausbilden. Ich mag Larrys ausbilden. Hui! Sofort! Schnell! So, marschieren wir mal hier hoch. Ich weiß gar nicht, ob ihr ein Event triggert. Wir brauchen zwar nicht das Portal nach Lianon, aber ich möchte trotzdem gerne den Weg einfach frei haben. Und eine vernünftig aufgeräumte Karte hinterlassen. Und los! Mir nach! So. Dann einmal rein in die Mine. Vorsicht, sie sind hier. Und los. Folgt mir. So, und dann einmal frohes Fratzengeballer. Rauft euch schön mit den Minotaurus-Larrys. Und dann haut man deren Hut kaputt. So, hier ist noch ein Hut. Okay. So, warte mal. Du kannst mal eben hier hinlatschen. Ihr klopft hier in Ruhe zu Ende. Wird sofort ausgeführt. Die Rune. Ich glaube, fürs Einheitenkillen kriegen wir gar keine Erfahrung, oder? Ach, Moment mal, ich habe hier neue Fähigkeiten. Ha! Ich hatte ja schon wieder ein Level-Up, von dem ich nichts mitbekommen habe. Ich überlege gerade, ob ich zumindest leichte Kriegskunst oder so mit reinnehmen will. Dass ich mal ein bisschen mehr Rüstung tragen kann. Ich glaube, das mache ich. Leichte Kriegskunst. Und dann nehmen wir erstmal leichte Rüstung. Die Rune ruft. Verstanden. Verstanden. So, Nebelquarz, Rüstung von Armbrustschützen. Aha, und ein einfacher Metallhelm. Nett. Nehmen wir doch gerne mit. So, dann holen wir uns erstmal hiervon 10 neue Larrys. Wir kriegen ja jetzt langsam wieder Eisennachschub. Ich werde angegriffen. Die Rune ruft? Auf der Stelle. So, mach da nochmal ein Türmchen hin. Ich werde angegriffen. Verteidigt unsere Stadt. Bringt euch in Sicherheit. So, da hätten wir alles freigeklöppelt. Mir nach. Dann erstmal nach hier unten. Vorwärts. Und wir klopfen uns dann da mal durch. So, was hast du Schönes fallen lassen? Genau, wir könnten mal schauen, ob wir jetzt hier ein bisschen bessere, schickere Ausrüstung tragen können. Ja, wir könnten den Helm nehmen, der bringt uns aber gerade nichts, weil wir diese ganzen Magieklassen nicht haben. Die es dafür bräuchte. Du, Wendigkeit plus 4, okay. Wo hatten wir denn das Teil hier der Armbrustschützen? Ah, okay. Reicht leider nicht. 4 bis 8. Die ganzen anderen Bögen sind allesamt schlecht. Ja, der hat 3 bis 10. Weniger Mindestschaden, aber höherer Maximalschaden. Wir tauschen mal. Keine gescheite, mit der wir tauschen können. Egal, dann lassen wir es erst einmal so. Auf mein Kommando. Und dann nehmen wir noch einen von. Erwarte euer Kommando. Bringt euch in Sicherheit. Einsatzbereit. Bereit. Einsatzbereit. Gebiet sichern.
Oh, ihr geht mir hier aber auch auf den Senkel. Meine Fresse, ne. Auf mein Zeichen. Folgt mir. So, da kommen uns schon ein paar Arschnasen entgegen, die ein bisschen aufs Maul wollen. Kein Problem, könnt ihr haben. Sind auf Feinde gestoßen. Für die Freiheit. Standhalten, Männer. Zum Angriff. In die Schlacht. Sie schlagen zu. Sodele. Bereit. Mir nach. Da ist der kleine Ich-will-einen-aufs-Maul-Trupp. Um den sollten wir uns ganz dringend einmal kümmern. Und dann marschieren wir, glaube ich, direkt durch zum Hause Utran. Dass wir das endlich mal befreit bekommen. Folgt mir. Sofort. Oh, da wollen aber noch ein paar mehr auf die Schnauze. Dann sammelt euch einmal hier bitte. Und Feuer frei. Mein Gott, wurde jetzt... Wer hat denn hier diese... Ach, guck mal, schießt die jetzt Flammenpfeile? Moment, was... Feuerschlag, Tatsache. Ja, cool. Habe ich ja voll übersehen. Das war ja eine Nameswaffe. Cool. Sehr schön. Bereit. Folgt mir. So, was haben wir hier oben? Auch ein paar Spinnen und eine Sackgasse. Dann gehen wir erst in die Sackgasse hier. Lenia hätten wir da auch noch. Wie gesagt, nutzen können wir es aktuell nicht, aber... Es ist gut zu wissen, dass es da ist. Lies die Reihen. Sind auf Feinde gestoßen. Vorwärts. Zur Ehre Aonirs. So, und auf die Fresse. Zack. Sofort. Schnell. Noch ein paar Spinnchen. Ich weiß nicht, ob hier eine rausspawnt, wenn ich hier alle anderen umgebracht habe. Das... Ich glaube zwar nicht, aber... Nö, anscheinend nicht. Looten kann ich hier auch nicht, zumindest sehe ich da nichts. Goodie, dann... Auf ins Tal. Da warten nämlich schon Leute, die aufs Maul wollen. Also so Abwechslung. Irgendwie warten dauernd Leute, die auf die Schnauze wollen, ne? Was stimmt denn nicht mit denen? Warum macht man sowas? Weiß man nicht, ne? Vorwärts. Egal, Karl. So, hier haben wir schon direkt den Weg zum Hause Utran. Haben wir eigentlich einen Named Babbo? Nicht wirklich, ne? Nur irgendwelche random Suppenkasper. Gut. Mir soll's egal sein. Ich bringe sowieso alle um, ob die jetzt einen Namen haben oder nicht. Bleib standhaft! Für den Orden! Verstärkt die Verteidigung! Mein Gott, das war jetzt mal eine dezente Pfeillage. Toll, jetzt habe ich erst unsere Bogenschützen schön, beziehungsweise unsere Scharfschützen gelobt und danach meinen sie einfach nicht mehr schießen zu müssen. Vorwärts. Schnell. So, erstmal den Totem Suppenkasper. Verstärkt die Verteidigung. Vorwärts. Feindliche Angriff. Schnell. Ein Kontakt. So, hier steht die Verteidigung, würde ich sagen, mittlerweile auch das hier auf ziemlich sicheren Füßen. Komm, ich will da an den mächtigen Helm der Kampfkunst, oder wie hieß das? Übungskriegshelm, okay. Was hast du eigentlich? Können wir bei dir nochmal irgendwas besser verbessern? Wendigkeit und Weisheit. Ich würde sagen, Ausdauer plus 3 ist doch ein bisschen besser als Wendigkeit und Weisheit bei dir.
Ach komm, ihr kriegt auch direkt auf die Fresse. Und dann geht's auch weiter. In die Schlacht, verstärkt die Deckung. So. Danke, reicht es auch mit der lauten Musik. So, ihr Lieben, wir machen an der Stelle einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal geht unser Angriff auf das Haus Utran, aber ich denke, das sollte ohne weiteres klappen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, Tschüssikowski.